Schwupps, da ist die erste, das erste Fundament auch schon gebaut. So. Schauen wir mal. Jetzt gucke ich mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir 6 mal 6. Ich hoffe, dass es 6 mal 6 ist. Und da füttern wir das hier nochmal ein bisschen. Eins, zwei, drei, vier. Okay, da müssen wir noch zwei Reihen dranhängen. Und dann können wir hier schon mal anfangen, die ganzen Werkbänke und so zu setzen. Und schmieden natürlich auch. Jetzt hier mal eine normale Schmiede mitgenommen, auch wenn wir schon die bessere bauen könnten. Oder soll ich erst nochmal, ich überlege gerade, ob wir nicht zuerst noch die, ich meine, wir bauen jetzt zum Anfang mal wieder eine Sandsteinhütte, quasi. Und dann, werden wir das so nach und nach wieder aufrüsten. Das wird dann zum Schluss, soll das auch eine Holzhütte oder so werden. So. Nur vorläufig mal, dass wir halt ein bisschen was stehen haben hier, damit wir auch vor eventuellen Sandstürmen oder was auch immer es hier gibt, geschützt sind. Ich hab ja gelesen in den Kommentaren, dass es auch Sandstürme im Norden geben soll. Finde ich persönlich lustig. Was das soll, weiß ich allerdings nicht. Ich glaube, hier bauen wir dann die Tür hin irgendwo. Oder hier. Hier geht es am besten hin, glaube ich. Machen wir hier mal zu. Also ich baue jetzt hier nichts Besonderes fürs erste Mal. Weil das keinen Sinn macht, glaube ich. Jetzt hier was Großartiges hinzusetzen. So. Ach, einen Türrahmen brauchen wir auch noch, ne? Einmal Türrahmen. Ich meine, später dann werden wir auf die Holzfundamente dann gehen, beziehungsweise auf schwarzes Eis natürlich. Wenn die Zeit gekommen ist. So, da kommt dann der Türrahmen hin. Fenstern, hier Türrahmen und hier machen wir nochmal eine normale Wand. So. Und dann können wir auch die ganzen Sachen hier mal abladen. Gerberei und Co. brauchen wir definitiv. Das habe ich alles schon vorher gebaut, einfach damit wir ein bisschen Zeit sparen und ich euch nicht damit langweilen muss. So. Setzen wir mal hier so hin. Zimmermann. Setzen wir jetzt einfach mal hier so her. Wenn dann später PvP an ist, müssen wir sowieso nochmal alles ummodeln, ne? Also, ist klar. So, hier haben wir noch den Sandsteintürrahmen. Wir haben, glaube ich, ja, das setzen wir auch gleich mal. Die Bettstadt. Nur zur Sicherheit, so. Drei Stück. Dann können wir auch gleich mal ein zweites Geschoss hier noch draufsetzen. Warum geht das hier schon wieder nicht?
Und da müssen wir noch Decken bauen. Ah, brauchen wir noch ein paar. Wir haben ja genug dabei. So, hier haben wir noch ein Fensterchen. Wie gesagt, das ist jetzt nichts Besonderes. 1, 2, 3, 4, 5. Passt. Wunderbar. Das ist jetzt einfach nur, damit wir eine Ausgangslage oder eine Ausgangsbasis hier haben. Die eine Wand können wir dann abbrechen, die letzte. So. Wunderbar. Dann brauchen wir Decke. Herd können wir auch schon mal stellen. Ach, habe ich zwei Türrahmen gebaut? Das war natürlich sehr schlau von mir. Ist immer gut, zwei Türrahmen zu haben. So, ich sehe gerade nicht, deswegen baue ich es mal eben noch nicht. Sondern konzentriere mich mal auf die Decken. Ist, glaube ich, schlauer. Solange wir nichts sehen. Es ist zu dunkel. Gut. Ja, die Schmiede nehmen wir nochmal kurz mit. Die steht noch ein bisschen doof hier. Gut. Jetzt steht sie besser. Ofen. Ist ein bisschen eng hier mit 6x6. Na, aber ist, ja. Der Makler würde es als gemütlich verkaufen. Wobei, gut, der hier steht auch noch ein ziemlich beschissen. Der verbesserte Ofen. Das setzen wir hier so hin. Es passt ja alles rein im Endeffekt. Meine, wir haben jetzt nicht mehr viel. Wir haben jetzt noch den Feuerschalenkessel. Da könnten wir auch schon den besseren bauen. Und den Herd haben wir noch. So, ich vermute mal, der muss so hin. Schwupps. Und damit ist alles gebaut, was wir bauen möchten und was wir bauen müssen. Glaube ich zumindest. Weiß gar nicht, ob noch was fehlt, aber ich glaube nicht. Wir haben Schmiede, wir haben Zimmermann, Gerber, Rüstungswerkbank. Ja, die Bank des Folterers fehlt an sich noch, aber die müssen wir jetzt nicht unbedingt bauen. Weil die Stahlkeule haben wir ja so auch dabei. So, wir brauchen noch ein paar mehr Decken. Aber ist auch an sich eine recht schicke Bude jetzt, ne? Also ich meine, das ist jetzt ein hässlicher Bunker im Moment, aber zweckmäßig. Und schön bauen kann man dann später immer noch. So, wie viel brauchen wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, wir brauchen noch wesentlich mehr, oder? 1, 2, 3, 4, 5. 5 brauchen wir noch. Müsste genau reichen, oder? 1, 2, 3. Sollte reichen. So. Schwupps. Und fertig ist das Ding. Hässliche Basis gebaut. Wunderbar. Was will man mehr? So. Ja, dann schauen wir uns doch mal ein bisschen um hier. Wobei, eine Tür könnte ich noch kurz... Ach, und ein Trockner. Trockner habe ich noch ganz vergessen. Trockner. Bauen wir uns gleich mal. Und eine Tür. Hätte ich auch noch ganz gern. So, Tür, Tür, Tür. Was nehmen wir denn? Ich hätte mir noch Verstärkungen mitnehmen sollen. So Stahlverstärkungen und so Zeug. Naja gut, aber dann tut es halt jetzt erstmal die kleine, die Kacktür. Ah. Gut, dass wir hier einen Busch vor der Haustür haben. Wunderbar, was will man mehr? So. Bisschen mehr noch.
Sichel habe ich auch nicht mitgenommen. Ich bin auch mit der Sichel relativ selten unterwegs, muss ich zugeben. So. Gut. Dann bauen wir mal die einfache Holztür. Schwupps. Wollen ja nicht, dass Hinz und Kunz hier reinkommen können. So. Schwupps, Tür ist zu. Dann setzen wir hier noch den Trockner hin. Dann können wir hier schon mal ein bisschen... Wir haben keine Rinde dabei oder so, aber... Das kommt alles noch. So, in den verbesserten Ofen schmeißen wir schon mal das hier alles rein. Sehr gut. Und dann gucken wir mal. Dann schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Was ist hier so... Schönes gibt. Unter anderem ein Nachbar. Guck mal, wie schön. Ein Nachbar mit viel Eisen. Und ein Träger. Den würde ich jetzt gerne zähmen. Hier ist auch eine Truhe. Wie geil ist das denn? Spukwacht-Aussichtspunkt. Mit genialem Loot. So. Die müssen wir mal eben zerstören. Das ist irgendwie ein neuer Bug schon wieder, dass der Loot nicht mehr respawnt. So, guten Tag. Oh. Hi. Na, alles klar bei euch? Wow. Die Frau hat gut Schaden gemacht, möchte ich anmerken. Da war ordentlich. Da war ordentlich Zunder dahinter. Die hat ganz schön feste draufgehauen. Alter Schwede. Das hat brutal wehgetan. Alter Finne. Wow. Ha, Level up. Ich glaube, wir sind Level 59 jetzt. Nice. Und einen Reiseschritt haben wir natürlich auch wieder. So, was können wir denn Neues lernen? Legendärer Fleische. Ja, jetzt kommen die Sternmetallsachen. Die gehärtete Stahlaxt. Entschuldigt. Doch, die haben wir schon gelernt, glaube ich, oder? Ich glaube, die haben wir schon gelernt, die gehärtete Stahlkriegsaxt. Genau, da ist sie. Habe ich auch noch nicht gebaut. Naja. Gut, ich suche jetzt mal eben so ein bisschen nach Kohle hier, bevor ich hier noch weiter abbaue und alles hier aufbaue wiederum. Ah, hier gibt es Pilzchen. Gelblotus ist auch nice. Da im Kreis drin, da gibt es den Kamin. Lotus. Da ist der Obelisk. Also das ist alles relativ nahe. Und deswegen ist dieser Ort, glaube ich, echt perfekt für die Nordbasis. Wir haben halt echt alles so ein bisschen vor der Haustür. Wir haben hier ein großes Dorf. Mit 4er-NPCs. Zumindest waren hier mal 4er-NPCs. Wir haben den Barrow King in der Nähe für Dämonenblut. Also es ist eigentlich alles da, was man so benötigt zum Überleben hier. Bis auf Kohle, aber das finden wir noch. Kohle ist hier bestimmt auch irgendwo. Wir müssen nur... Ich will jetzt nur nicht unbedingt mit diesen Untoten hier in Kontakt kommen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Weil ich glaube, dass ich da nicht viel Land sehen würde gegen die. Ja, da hat mich schon einer gesehen. Super. Geile Sache. Also ich weiß nicht, ob ich viel Land gegen die sehen würde, aber ich habe jetzt auch nicht die mega Ausrüstung, ne? Mit meiner Sklaventreiber-Uniform hier. Die ist jetzt nicht so der Bringer. Aber hier gibt es sicher irgendwo Kohle. Wir müssen nur suchen.
Wir haben auch nicht super weit zu den Ruinen von Xulan und letztendlich zur Schwarzen Feste. Also es ist alles echt so ein bisschen in der Nähe. Was ich sehr, sehr gut finde. Nehmen wir mal eben hier ein bisschen Stein mit. Hier ist natürlich Eisen, haben wir genug. Also Eisen können wir noch und nöcher hier herumschippern. Ich nehme mal ein bisschen Rinde mit gleich. Oh, es droppt hier auch Harz neuerdings. Wusste ich gar nicht. Das war aber früher, glaube ich, noch nicht so. Das ist jetzt neu. Ha, da ist Kohle. Jawohl. Es ist alles da. Das ist der perfekte Ort. Also ich bin mit diesem Ort sehr, sehr zufrieden jetzt. Also jetzt bin ich noch zufriedener als ohnehin schon. Ich will nochmal hier diese Königsnische angucken. Jetzt auch schön Stein nochmal. Also es gibt hier einen Haufen Stein. Es gibt hier eigentlich alles, was man so zum Leben benötigt. Man kann schnell in den Süden gehen. Man kommt relativ schnell zu den Schwefelquellen. Man kann sich schnell Schwefel besorgen. Also ich bin hier sehr, sehr zufrieden. Oh, Geister. Jawohl. Hallöchen, Popöchen. Warte mal, wo ist denn hier... E zum Interagieren hätte ich gerne gehabt jetzt, aber irgendwie... Wo ist das Ding denn? Naja. Macht nichts. Schauen wir mal den Weg hier entlang. Ich würde es einfach mal angucken. Oh, das sieht gut aus. Schick ist es hier. Hier geht es ja gar nicht weiter. Oder? Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Ich dachte, das wäre hier ein Durchgang. Ist ja gar nicht so. Interessant. Sehr interessant. Bin gespannt, was hier eines Tages vielleicht mal hinkommen könnte. Ich meine, es ist doch ein massives Gebäude. Aber irgendwie ohne Content noch. Und mit Clipping-Fehlern. Was machen die denn hier? Schnick-Schnack-Schnuck spielen oder was? Und ich frage mich, wo ich hier interagieren kann. Das ist irgendwie... Ich vermute mal, das ist irgendwie durch den Boden geglitscht oder so. Und deswegen funktioniert das nicht so ganz. Naja, macht ja nichts. Macht nichts. Egal. Aber lustig, wir haben hier echt tolle Nachbarn und gleich eine Truhe vor der Haustür, die uns immer wieder mal so ein bisschen mit Loot versorgen wird. Das ist genial. Leute, 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 das ist so genial. Das macht mich glatt ein bisschen happy gerade. Dass wir diesen Standort haben. Vor allem haben wir wirklich viele Ressourcen hier. Und wenig Gegner. Sofern wir nicht gerade direkt ins Untotengebiet reinmarschieren. Das könnte sogar meine Hauptbasis werden, meine neue. So. Boah, es ist so schön finster. Ich sehe immer wieder nichts. Also die Nächte im Norden sind echt krass. Ich stelle mir das gerade auf einem offiziellen Server echt extrem vor. Da kannst du dich ja ohne Fackel gar nicht mehr raustrauen eigentlich.
So, ich schnapp mir jetzt einfach mal ein bisschen Stein hier, damit wir gleich mal ausbauen können demnächst. Ich meine, jetzt geht das Farm echt schnell gerade, weil wir einfach diesen Farmbild hier haben, der übrigens noch lange nicht perfektioniert ist. Das geht noch viel, viel perfekter, rein theoretisch. Kohle haben wir jetzt nicht viel hier, aber ausreichend. Wenn wir ein bisschen die NPCs abfarmen, dann sollte das kein Problem sein. So. Ich meine, wir haben jetzt 64 Kohle. Gut, das hält nicht sehr, sehr lange, aber es wird eine Weile halten. Und zur Not gehen wir einfach ein bisschen in die Wüste rüber. Der Übergang ist ja nicht weit und ich glaube, in der Wüste sollten wir auf jeden Fall fündig werden. So. Könnten wir eigentlich mal schauen. Das wäre jetzt... Wir sind jetzt hier. Das heißt, wir würden jetzt hier wahrscheinlich dann so den Weg nehmen. Lass uns da mal hingucken, was wir da so Schönes finden.